Ah, okay. Jetzt sagt er mir 4. Wie kann ich denn nur einen Schmelzofen bauen? Wenn du einmal nochmal rechts klick drauf. Ne, links. Jetzt habe ich alle. Rechts oder links, wenn jetzt habe ich alle gebaut! Herein, herausfließen. Dampf fließt aus der Dampfausgangsverbindung. Aha. Tipps und Tricks. Ja, ist okay. Was mache ich jetzt hier genau? So, du siehst ja jetzt die wunderschöne Welt mit dem Mausrad kannst du rein und raus zoomen. Mhm. Ja, laufen kannst du ja auch schon. Ich sehe, wunderbar, du lernst sehr schnell. Mhm. Ja. Inventar kannst du normalerweise mit E. Mit E. Ja, mit E. Dann hast du da so ein Handwerk. Mhm. Das sind die verschiedenen Items, die man so herstellen kann. Und das erste ist einfach Logistik, das zweite Produktion, dann Zwischenprodukte und Kampf. Mhm. So. Minimal solltest du das Spiel ja schon kennen, wenn du ein paar Folgen geschaut hast. Ich werde es mir auf jeden Fall nochmal angucken jetzt die nächsten Tage. Es gibt ein paar Gegner, dafür braucht man halt Kampf irgendwann. Genau. Aber jetzt ganz zu Anfang noch nicht. Was du jetzt erstmal machen kannst, ist im zweiten Teil eine Eisenspitzhacke und ein paar Bäumchen aufbauen. Um Holz zu haben. Wenn ich da einmal draufklicke, wird die gemacht, aber wann ist die in meinem Inventar? Sobald die fertig gecraftet ist, ist sie automatisch da, wo sie sein soll. Die ist unten rechts im Eck. Siehst du die? Huch! Jetzt will ich irgendwas platzieren. Wie mache ich das denn weg? Hast jetzt den. Okay, du hast was in der Hand. Ja. Wahrscheinlich dann. Ja, dann unten einfach in der Taskleiste, dort wo du jetzt so eine schwarze Hand siehst, einfach zurückgehen. Unten irgendwo. Okay, wie baue ich einen Baum ab? Ja, du gehst da hin und du machst rechte nochmal rechter Mausklick. Ah, okay. Ja. So, jetzt haben wir ein bisschen Holz, dann gehen wir jetzt Ressourcen suchen. Na, noch ein bisschen mehr Holz. Okay. Ach so, das war mit rechts und linker Maustaste gemeint, oder wie? Ja. Okay. Wie gesagt, ich von einem anderen Spiel kenne ich es halt andersrum, aber... Das ist zufälligerweise mit M beginnt. Ja. Warum bist du schon weg? Willst du keinen Baumstamm einsammeln? Ich hab schon 62 Rohhölzer. Was sehe ich denn das? Wenn du das Inventar öffnest. In dein Inventar. Ja, hast. 72. Ja, komm, reicht. Moment, ich mach hier noch ein bisschen Rodung. Ja, dann mach. Und übrigens, wenn du mich mal wieder verlieren solltest, du kannst mit M die Minimap öffnen und dann siehst du einen roten Punkt, das bist du, und einen gelben Punkt, das bin ich. Das bist du. Ja, genau. Und ich bin hier oben schon bei der Kohle. Mhm. Ja, hier ist einfach eine Kohle gekommen. Du müsstest in der Leiste unten haben so einen beförderter Erzförderer, wie ja schon einer hier steht. Ja. Und einen Ofen. Ja. Ja, okay. Dann... Ach ja, noch ein kleiner Tipp, drück einmal Alt. Die Alt-Taste. Die neben der Taste links. Ah, dann siehst du, dass da Kohle drin ist. Genau, das erspart mal dir einiges. So, okay. Komm mal hier rüber. Hier oben beim Eisen. Mhm. Was ist das? Kupfer. Also okay. Hier oben ist Eisen, dann kannst du jetzt anfangen, einfach deinen Erzförderer platzieren. Wenn du den in der Hand hast, mit R kannst du ein bisschen, oder auch wenn er platziert ist, mit R kannst du ihn einfach drehen. Okay. Du siehst einen gelben Pfeil, das ist dort, wo du. Da muss eine Holzkiste hin. Eine Holzkiste, oder du kannst auch direkt einen Ofen reinstellen. Ah, okay, warte. Muss der in einem bestimmten Eingang sein? Dort, wo der gelbe Pfeil halt ist. Denn du siehst, wenn du Alt drückst. Wenn Alt gedrückt. Ja, ich habe Alt gedrückt. So, jetzt passt, oder? Jo, jetzt kommen in beide Maschinen einfach ein bisschen Kohle rein. Wie machst du das jetzt nochmal genau? Ja, du öffnest das Menü von den Items mit wohl wahrscheinlich auch dann mit linker Maustaste. Ja, linke Maustaste, öffnest einfach das Menü von den Maschinen und du siehst, ja,
Entfernung. Aha. Perfekt. Oh. Soll mal irgendwo eine Kiste machen, wo wir einfach jetzt anfangen, die Ressourcen reinschmeißen, damit wir einfach schneller vorankommen. Wenn einer was hat bauen will. Kannst du mir zum Beispiel jetzt das Eisen geben, das du gerade eingesammelt hast? Okay, danke. Für? Ich mach nochmal das gleiche wie da oben für das Kupfer hier, hier unten. Dann hole ich mal die anderen, was da noch drin sind. Man kann ja beschleunigen mit Backups und alles. Beschleunigen mit Backups? Ja, oder? Oder ist das nicht Factorio? Wie meinst du mit Backups? Hä? Ah! Du nicht verstehen! Neu! Ich nicht verstehe. Dass die Maschinen Backups kriegen, dass sie zum Beispiel schneller sind oder so. Es gibt später schnellere Maschinen. Und wenn wir bis elektrische Öfen haben, dann kannst du denen auch noch Upgrades reinhauen. Aber Backups? Ja, es kann ja sein, dass ich es verwechsel. Alles gut. Ja, kann sein. Wie genau macht man so einen Förderer? Warte, ich versuche das jetzt mal selber. Jo. Braucht das nur Eisenerz? Das braucht nur Eisen. Ja. Heizkessel, Dampfmaschine, Beförderer. Und wenn du die Ressourcen dafür hast, dann machst einfach einen Klick. Fließband, Greifarm, Rohr. Okay, warte mal. Das ist ein befeuerter Heizförderer, oder? Ne, Erzförderer. Genau. Nicht genug Komponenten. Ja, dann guck mal, ich was fehlt. Ich brauche 3 Zahnräder und einen Schmelzofen. Ja, Schmelzofen braucht ein bisschen Stein. Ich habe dir gerade schon Stein hier in die Kiste gelegt. Hey, wo hast du Stein her? Da links ist so ein mini kleines Steinvorkommen. Ah, okay. Jetzt sagt er mir 4. Wie kann ich denn nur einen Schmelzofen bauen? Wenn du einmal nochmal rechts klick drauf, ne, links. Jetzt habe ich alle. Rechts oder links, wenn jetzt habe ich alle gebaut! bei mir ist Rechtsklick alle. Kleiner Schnitt. Ja. Yeah. Was hast du jetzt? Welche Taste hast du jetzt gedrückt gehabt? Rechtsklick für alles. Rechtsklick, ja, dann mit Rechtsklick machst du 5 Items und mit Linksklick machst du 1. Ja. Yeah. Ich stelle jetzt mal hier noch einen auf. Huch. Ja. Und eine Kiste davor. Es wäre vielleicht nicht schlechter. Das sind jetzt auch wieder ins Handwerk. Das ist die Kiste, finde ich, unter Logistik. Gibt's jetzt auch schon Feinde? Ganz zu Anfang noch nicht, ne. Da. Da sind sie noch. Da schlafen sie noch. Ofen. Ja, also ganz zu Anfang sieht sich das vielleicht noch ein bisschen. Weil wir noch nicht so viele Möglichkeiten haben und noch nicht erstmal eine Grundlage aufbauen müssen, aber irgendwann wird es dann spannender. Soll ich noch ein paar Dinger bauen? Öfen und alles? Ja, ja. Das schadet nie. So, wie mache ich denn ein Eisenzahnrad? Ah, also Eisenzahnrad. Wenn du jetzt, was willst du machen jetzt? Noch ein Erd. Ja, ja, noch ein Förderer. Da steht ja zum Beispiel, du brauchst 3 Eisenplatten, 3 Eisenzahnräder und einen Schmelzofen. Genau. Der macht das alles automatisch, wenn du einfach nur einmal auf den Förderer draufklickst. Ah, ich könnte jetzt 4 Förderer bauen. Soll ich 2 bauen? Ja, versuch mal 2 zu machen. Okay, ich habe 2 gebaut. Wo soll ich die denn hinsetzen? Stell noch einen hier und mach beide auf das Eisen drum.
Eisenbahn. Beide aufs Eisen? Ja. Okay. Soll ich die jetzt irgendwie nebeneinander platzieren? Macht das viel Sinn? Ich setze jetzt hier einfach dann so. Ja. Guck. Muss ich da jetzt jedes Mal einen Ofen hinsetzen? Theoretisch ja. Kannst du einen Ofen davor. Huch. Also so ist richtig. Ja. Wird das Ding auch irgendwann mal kleiner? Kleiner? Dass es weniger Platz braucht, oder wie meinst du? Nee, das Vorkommen wird es irgendwann mal kleiner. Ja. Wenn du jetzt zum Beispiel mal den Mauszeiger auf den Erzförderer drauf hältst, dann siehst ganz unten, auf der rechten Seite kommt so ein Pop-up und dann siehst ganz unten davon erwartete Ressourcen. Ah, ja. Okay. Zum Beispiel hier ist jetzt 12k, das heißt, da sind etwa 12.000 Eisen unter dem drunter und wenn er die abgebaut hat, dann ist halt nichts mehr da. Ah, okay. Verstehe. Also, ja, die Ressourcen sind limitiert und wenn wir ein Erzvorkommen komplett aufgebraucht haben, dann müssen wir alles umbauen, umziehen. Okay. Ja. Aber das sind hier schon mal gute Erzvorkommen, da brauchen wir lange, bis wir die aufgebraucht haben. Das heißt, hier können wir erstmal einiges machen. Jo. So. Ja, ich stell mich doch nicht so blöd an, oder? Ja, geht mal. Ein bisschen gucken. Nehm mal die Platten hier raus. Es wäre natürlich nicht schlecht, auch Kohle unten beim Kupfer zu haben. Das würde helfen. Hm. Brauchen wir viel Kupfer? Soll ich nochmal einen Förderer bauen? Nee, das reicht. Da sind ja noch 43 drin. So.